Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Direwolf 20 Single Projekt. Ja, ich habe in der Zeit ein bisschen rumgeklopft, wie es nicht mehr geht. Überall sind Schmetterlinge. Die werde ich jetzt einfach nur fliegen lassen. Der Grund ist, unsere Bäume werden damit bestäubt. Und habe dann im rigorosen Abschied hier noch ein paar Bäume abgerissen. Das heißt, die werden jetzt nur noch komprimiert auf die hier sitzen. Und setze jetzt gleich noch ein paar neue Bäume hin, die ich alle habe. Was haben wir denn da noch bekommen? Da, zum Beispiel Pullbein habe ich vieles zwischendurch bekommen. Common Walnut fehlen mir noch immer welche. Das heißt, der muss noch einen Moment sich gedulden, dass der ausgesetzt werden kann. Aber das Pullbein und dann wollte ich noch einen Jungle Wood hier hinsetzen, damit auch ich noch Teak bekomme, dass wir da auch weiter mitmachen können. Wie ihr seht, ein weiteres Haus bzw. weitere Anknüpfung an das Riesengebäude ist hier vollstatten. Ist hier vollstatten gewesen. Hier wird unsere Kuhfarm mit angelangt. Unsere Kuhfarm, unsere Killanlage, damit wir halt die Kühe da auch aus wegbekommen. Darauf über hinaus habe ich hier die Endertruhe hingesetzt, wo wir jetzt unsere Setzlinge reinschmeißen können, die ich nicht mehr brauche. Weil die landen dann immer sonst mit Pipes darunter und dann ist immer das Problem gewesen, die Trichter waren dann rappelvoll und die konnten nicht so schnell abgebaut werden. Ihr seht, hier sind jetzt drinne und da lasse ich das jetzt einfach drin produzieren, ein bisschen Biomasse. Das gleiche gilt, die haben ja auch noch Biomasse bis zum geht nicht mehr. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall Platz bis ohne Ende. Jetzt gehen wir noch in Schmelzereiraum. Da wollte ich nämlich gleich alles fertig machen. Sprich Leitung craften, die Leitung verlegen. Und dann haben wir das auch hier. Sind die Wege, die ich dafür brauche. Die gehen immer auf die Repeater, die habe ich schon gesetzt. Den Tank, den habe ich jetzt auch noch da hinten. Der ist jetzt noch nicht steuerbar. Das heißt, da werde ich vielleicht im späteren Sinne mal gucken, ob ich den steuerbar mache. Wenn nicht, dann ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Und hier ist dann der Rest, den wir dann verdrahten. Wenn wir hier lang gehen, haben wir ja letztes Mal gehabt. Kommen wir im Computerraum aus. Und dann läuft das ja auch. Die Programme sind wieder gestartet worden, weil ich einmal zwischendurch den Server wechseln musste. Weil es ein großes Event gab. So. Aber vorerst, bevor ich hier weitermache, Pulver mitnehmen. Mitnehmen. Sugar Marble. Common Walnut fehlen noch. Und die hier, das sind diese komischen Zusatzbäume. Da weiß ich nicht, ob ich die jetzt verwenden soll oder nicht. Werden wir halt sehen, ob ich die jetzt verbrauche sozusagen. Aber erstmal bin ich gerade am Überlegen, vielleicht zwei Diamantkisten zu machen. So. Clock weg. Jetzt war es, glaube ich, noch Gold. Genau. Goldkistchen und jetzt haben wir Glas und zwei Diamanten links und rechts. Genau. Der Grund ist einfach nur, weil irgendwann die Kiste überfüllt wird von den ganzen Setzlingen und dann ist es, glaube ich, besser so, wenn wir dann hier ein bisschen Platz lassen. So, das ist Nummer 1. Das heißt, der mit dem. Die. Und der Winter hat das Pappel. Da ist Silverlime. Linden. North. Ah ne, das ist der White Poplar Sapling. Genau. Den. The Cherry. Die Lerche. Auf die Common Walnuts und so müssen wir ja warten, bis die alle fertig sind. Das dauert wohl noch einen Moment. So, machen wir mal die Hälfte, damit sich hier keiner reinfrisst, sozusagen. Zack, zack, zack. Ja, und dann können wir halt ein bisschen mehr aufstapeln. Knochenmehl noch raus. Da haben wir genau, da haben wir eigentlich richtig viel Knochenmehl. Denn die Anlage habe ich jetzt verknüpft. Das heißt, der zieht jetzt alles hier immer aus dem Pulverweise aus und habe die rechte Seite einfach zugeschlossen und habe dann hier oben gesagt, oh, wenn du noch Tin, Silber und etc. findest, pulverisier mir das nur erst und dann schmeißt das ins System. Wo da das Ganze alles her, zeige ich euch gleich. Aber jetzt mal eben noch hier was tun, wie viele, oh, ein Crafter habe ich nur noch. Eieieiei. Und ein Schmetterling. Ich tue dich mal vorsichtshalber hier rein. Falls du jetzt meinst, hier nochmal hinzukommen. So. Davon brauchen wir welche. Und davon brauchen wir welche. Von den anderen erstmal nicht. Glock. Da ist der Pullbein.
Und da craften, tun wir jetzt erstmal hier ein paar abholen. Was mich jetzt gewundert. Genau. Gar keine Sounds. So, jetzt haben wir welche. Fürs nächste Jahr habe ich natürlich was mir angelacht. Das heißt, Musik etc. wird jetzt auch noch dabei stattfinden. Werde ich aber noch austesten, habe genug Musik mir sozusagen runtergeladen, um die halt verwenden zu können. Denn so ohne Musik ist natürlich immer ein bisschen im Hintergrund, ein bisschen langweilig auch für mich, weil ich gerne Musik im Hintergrund spiele und es lohnt sich ja bei den Minecraft-Sounds ja auch immer, die einfach abzuschalten einmal und dann wirklich hier mit Musik zu spielen. So. Ja, dann machen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Der kann jetzt auf jeden Fall auch hier, glaube ich, kaputt gehen. Bisschen mehr als ein Stack werde ich hier machen. Ja, da ist es jetzt auch kaputt gegangen. Und dann ist halt für nächstes Jahr, so in Mitte des nächsten Jahres, dann halt angesagt Capture, also Game Capture. Das heißt, Konsole wird dann auch noch fügen, aber hat alle seinen Moment und seine Zeit, denn ich komme zu allem nix. Das alles, was ich hier gerade mache, ist immer so nachts, morgens, beziehungsweise wie man es halt sieht, damit ich da sozusagen vorankomme. So, Kiefernholz. Wie sieht das denn aus? Das ist genauso hell, ne? Das ist natürlich geil. So, Pullbein. Hier hin. Den brauche ich ja für später. Und den tue ich jetzt erstmal mit der Gun da hinten hin. So, mach du den Rest hier fertig. Und ich mache hier mal den Marble nochmal eben. Oh, der sieht auch ganz gut aus. Der sieht auch super aus. Wie geht es eigentlich um das Holz nachher? Was der mir droppt, wenn das Holz gut ist, dann werde ich den auf eine Farm setzen mit ein paar anderen Bäumen zusammen. Da werden wir halt sehen, was wir dafür brauchen. So. Oder vielleicht massig von dem Holz produzieren und dann halt immer Baumwechsel machen. Deswegen mache ich auch stackweise davon. Ahornholz, okay. Ich jetzt gar nicht gedacht, denn ich habe hier Marble eingegeben und dann sah ich dieses komische Marblewood und dachte, sieht ja nicht super aus. Aber wenn ich jetzt sehe, dass es Ahorn ist, kann es natürlich was Schönes sein. Aber wenn man jetzt auf die Karte guckt, wie viele Schmetterlinge da sind und wie groß das Gebäude mittlerweile geworden ist, ist das natürlich eine krasse Angelegenheit. Hier vorne soll. Oh. Moment. So. Eigentlich mitten ins Mikro rein ist ja eigentlich egal, meine Stimme versagt gerade, ich weiß auch nicht warum. Soll sie nicht. So, paar mache ich noch. Und dann schauen wir mal, Ahorn ist. Also ein dunkles, das ist gar nicht schlecht. Das könnte man auch noch zu null anpflanzen. Ich weiß nur nicht, mit was der craftbar ist, beziehungsweise mit was der sich kombinieren lässt. So, ich glaube mit nix. Plant Balls. Sugar plus Lech ist Sweet Gum. Wet Marble, okay. Okay, den können wir auf jeden Fall mit beipflanzen, sehe ich. Oh, da müssen wir nochmal kombinieren. Okay. Aber sonst ist, glaube ich, hier nichts angesagt. Beziehungsweise hat sich hier nichts angelacht, was er damit machen kann. Das heißt, den werden wir auch noch anpflanzen, okay? Ah, da ist ein Holzstück. Her damit. Den werden wir noch mit anpflanzen. Boah, wie viele Schmetterlinge sind. Ich würde jetzt alle einfangen, aber dafür. Nö, 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 nö. Das passt schon alles okay. Da in die Kiste rein. Und jetzt brauche ich ja. Die muss ich jetzt gleich mitnehmen. Dann nehme ich zwei davon. Zwei, drei. Ja, zwei reichen. Das ist angeschlagt worden hier. Zwei davon, oder? Pullbein, denn mit Pullbein bekomme ich Sequoia. Da brauche ich ein paar mehr. Da müsste ich auch noch ein paar Lärchen und so was anpflanzen. Das heißt, die drin nehmen wir von drei mit. Dann nehmen wir noch. Bin gerade am Schauen, was wir noch machen können. Dauert natürlich jetzt einen Moment. Hast du denn irgendwas zu veranschlagen hier? Also kombinierbar ist ja mit gar keinem, alles klar.
Umschalten klein, ja. Nee, dann lohnt sich das nicht. Und für Biomasse zu machen, habe ich andere Bäume, beziehungsweise kann ich auch andere Bäume benutzen, die ich hier rausbekomme. Ja, das ist eigentlich relativ egal, okay. Aber Lärche wollte ich noch. Lärche, Lärche. Wo habe ich denn Lärche da? Vielleicht noch eine Lärche, weil die habe ich dann gut abgeholzt. Ein davon noch und einer davon. Das ist eigentlich auch gut. So. Pflanzen wir noch welche davon an. Denn um mit Cheese Nut muss ich kombinieren Silverleim. Das heißt, der wird sich hier vorne irgendwo hingesetzt. Noch hier. Hier. Hier am besten hier. Da, wo die Fackel ist. Ah, ne, nicht den Tropen. Da, den hier. Klatsch. So, der Silverlime muss mit ein bisschen Glück hier hingesetzt werden und der hier hin. So, der ist schon mal gewachsen, super. Der war auch noch einen Moment. Alles klar, das passt schon mal. Vielleicht noch hier hinten. Na, hier hinten weiß ich jetzt nicht. Kommen denn die da dran? Hier müssen wir natürlich aufpassen hier. Weil die haben schon so komische Eigenschaften. Da werde ich vielleicht sehen. Vielleicht beim Weitercraften oder so sehen. Oder beziehungsweise beim Weiterspielen hier. Welche Form die annehmen, die Blätter. Ob sie sich kenntlich machen oder ich muss wirklich drüber gucken. Das ist natürlich dann eine blöde Aktion. Den war jetzt mit. Oh, mit wem war der denn? Das weiß ich gar nicht. Und den Pullbein muss ich kombinieren mit der Lerche, genau. Die können wir auch irgendwo hinsetzen. Mit wem warst du denn kombinierbar, mein Freund? Beziehungsweise mit wem muss ich. Ah, mit Lerche, genau. Das heißt, du würdest dann da hinten hinkommen mit. Einerseits hier hin. Naja, vielleicht sogar da, wo die Blume ist. Die Blumen gehen mir aber auch auf den Keks hier. Du lass diese rotzigen Blumen hier rumsitzen. Den hier hin. Den Pullbein hier hin. Klock. Na. Da muss ich wieder ein bisschen abbauen hier. Das passt hier noch. Ah, sieht auf jeden Fall schon geil aus hier. So. Den hier noch hin. Die Lärche ist da umschlossen von den anderen Bäumen. Das ist eigentlich ganz okay. Jungle Wood. Nee, da kommt eigentlich nur mit Silverlime Teak raus. Okay. Die antike Bäume. Ich glaube sonst auch nicht. Boah, der ist aber auch schon hoch. Der ist schon hoch. So. Und vielleicht hier hinten noch ein paar Bäume ansetzen. Der wird aber immer, der wird auch noch so breit, ne? Pulver vielleicht noch hinklatschen. Und noch zur Not. Einmal hier Lärche, dann passt das schon. Dann müssen wir natürlich alle weglaufen, damit er halt Sonnenlicht bekommt. Und die restlichen haben eigentlich Sonnenlicht, die werden nicht abgedeckt. Das ist natürlich auch geil, jetzt hier vor dem Portal direkt so ein Ding setzen. Ist auch nicht schlecht. So, oh, da ist wieder was. Na, schade. Ich dachte, ich habe Glück und bekomme jetzt noch einen schönen Baum. Pullbein habe ich da, da und da, ne? Sehe ich gerade. Ja, das reicht erstmal. So, jetzt will ich mal schauen, was meine Bienen machen hier. Da bin ich hier nebenbei am Rumtüfteln, welche Biene ich denn mittlerweile dann rausbekomme. Die arbeitsame ist es dann. Aber die will noch nicht ganz reifen. Da ist sie schon auf zur Hälfte inaktiv drin, aber noch nicht aktiv. Da kriegen wir sie vielleicht hin. Okay, die beiden sind eigentlich gute Kandidaten. Lassen wir sie dann mal noch durchgehen hier. Dann machen wir die auch noch direkt dahin, damit ich weiß, die ist vielleicht auch noch ein guter Kandidat. So. Und da schaue ich wieder auf Uhr. Die Uhr geht aber ratzatz nach unten. Pulver noch weg. Kirsche, die ist keine reine Kirsche. Die können hier rein. Die Kirschen können hier rein.
Okay, haben wir jetzt nur wieder 15 Minuten nur am Rumlaufen und an den Bäumen verbracht. Oh. Ja, dann kommen wir weg hier. So. Dann würde ich sagen, bis gleich.